Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grimmige Legenden 2, das Lied des dunklen Schwans. Hier ist Sabine die Kett. Und ich möchte heute mit euch das Bonuskapitel, die Prinzessin und der Drache, spielen und das Ganze gerne wieder als Komplettlösung anbieten. Viel Spaß! So, wir machen das gleich mal wieder fest. Dann schauen wir uns hier mal um. Dann nehmen wir die Bürste mit. Gehen nach links rüber zum Tor. Da haben wir mal eine Ölkanne. Und das erste Wimmelbildspiel. So, wir müssen die Sachen da unten finden. Das heißt einmal einen Keks. Ein Cupcake. So, ein Teil fehlt, wie immer. Hier hinten. So, wir haben ein Abzeichen gekriegt, ein Emblem. Dann gehen wir zu der Kanone her. Da kriegen wir einen Hammer. So, gehen zurück zum Marktplatz. Links her, da können wir jetzt das Emblem einfügen, aber sonst noch nichts machen. Dann gehen wir hier oben her, das können wir ölen. Dann kriegen wir einen Schrauben. Den Schrauben fügen wir unten ein. So, dann kriegen wir ein Geschenkemblem. Das können wir jetzt links einfügen bei der Tür. Schiebe die Marken zu den richtigen Stellen. So, das heißt, oben brauchen wir rot, blau, grün. So, dann schieben wir das mal so weit es geht rüber. So, jetzt wollen wir die hier nur noch rüberschieben und das hier hochschieben. Und das war es noch nicht ganz. So, aber gleich haben wir es. Und jetzt noch eins zurück. So, dann kriegen wir Bonbons.
gehen wieder vor zum Tor, zum Zahn. Schrubben den Zahn mal kurz frei. Stopfen die Bonbons rein. Nehmen den Zahn mit. Kriegen die Kachel. So, dann gehen wir raus. Hier rechts her. Da können wir jetzt die Kachel einfügen. Drehe die Kacheln, bis sie ein vollständiges Bild ergeben. So, und jetzt müssen wir nur noch das hier unten drehen. So, irgendwas passt nicht. Das hier. So. Dann können wir in die Eingangshalle gehen. So, wir nehmen den Korken mit, der arme Kleine. Haben das nächste Wimmelbildspiel hier links. So, wir brauchen jetzt die Teile hier unten. So, ein kleines Teil brauchen wir noch. So, wo bist du, mein hübsches Kleines? Ich finde es nicht. Oh, ich glaube, ich muss mir eine neue Brille kaufen. Das gibt's ja nicht. So kann das sein. Ist der Nagel? Aha. Hier oben drin. Gut, dann haben wir einen Blasebalg. Dann nehmen wir den Käse mit. Können den Zahn einfügen. Und den Hammer. Dann kriegen wir einen Pfeffer. So, gehen zurück. Die Maus kriegt den Käse. Hier oben gehen wir die Pfefferkörner rein. Unten kriegen wir den Pfeffer raus. So, dann gehen wir nach links zum Tor. Zur Kanone. Da kommt der Pfeffer rein. Der Korken. Und unten die Fußpumpe. Feuer frei. So, das ist Smaug. Wir gehen links zum nächsten Wimmelbildspiel. So, jetzt müssen wir Pusteblumen finden.
Dann kriegen wir einen Staubwedel. So, gehen zurück zum Marktplatz. Rechts hoch zur Eingangshalle. Den können wir jetzt kitzeln. Kriegen wir ein Spiegelfragment. Das fügen wir hier vorne ein. Erleuchte alle Blumen mit einem einzigen Lichtstrahl. So, das heißt, den ersten Spiegel geben wir hier oben her. Dann kommt einer hierher. Einer hierher. Hierher. So soll das Ganze dann ausschauen. Dann leuchten wir das so aus. Kriegen wir Wasserluftballons. Und links wieder das nächste Wimmelbildspiel. So, eins fehlt wie immer, das ist hier. Dann haben wir ein Torfragment. So, jetzt gehen wir zurück zum Tor. Löschen das Ganze mit den Wasserluftballons. Tor zu. Schiebe das Schlüsselelement in die dafür vorgesehene Aussparung, um das Tor abzuschließen. Gut. So, das war's auch schon. Sheriff, beschütze die Geister. Die freuen sich. And don't forget, my birthday is today. I know you know. Wait, what's that? A dragon? Oh, wir machen Feuerke in der Nähe! Sister, my time in human form comes to an end. You must help them. So, jetzt bleibt wieder alles an uns hängen. Wir gehen einmal hierher, nehmen das Messer mit. Gehen links her zum Beet. Kriegen wir die Schachfigur. Dann gehen wir vor zum Feenbaum. So, wir gehen einmal hier runter in die Höhle. Da kriegen wir Schachfigur Nummer 2. Dann haben wir ein Wimmelbildspiel. Finde die Waldgeister. So, das sind die Kleinen hier. So, wir kriegen ein Drachenamulett. Gehen jetzt gleich mal vor zum Tal des Steinriesen.
Nehmen wir uns den Stock auf der rechten Seite mit. Gehen hier links oben her zu dem kleinen Schrein. Da fügen wir das Drachenamulett ein. Bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge. So, da haben wir mal das Schaf auf der Wiese. Der Drache nähert sich. Das Schaf flüchtet. Versteckt sich im Baum. Gut, hier unten haben wir zuerst Wiese, Honig, umrühren und Trank. Unten haben wir als erstes das hier, dann Puff. So, dann kriegen wir Schachfigur Nummer 3. Drachenvernichtungstrank. Honig von Kampfbienen, Chamäleon-Bärensaft. Man verkoche die beiden Zutaten und erhält dann einen Schrumpftrank, welchen man dem Drachen verabreicht. Drachen lieben Schafe. So, das ist der Hinweis schlechthin. Drachen lieben Schafe. Außerdem nehmen wir den Knopf mit. Dann gehen wir rum. Schauen wir zu der Burg her. Das ist die Burg des Ameisenhügels. So, die Ameisenkönigin hat bereits Pläne für die Renovierung. Das heißt, die braucht die Schachfiguren. Ein Burggraben mit Wasser. Dritter muss weg, den nehmen wir mit. Hey, I don't know you. Present yourself. Not the talkative type, are you? I must have been pretty out of it. I don't remember much these last two decades. I'm sorry. I can't let a stranger in here. For the little princess's safety. So, wir gehen zurück, ganz zurück zum Puff. Zum Karottenbeet. Dann nehmen wir den Stock und das Band. Dann gehen wir vor zum Drachen. Der hat nämlich den Stein, den holen wir uns mit dem Rechen. Dann kriegen wir einen Gedankenstein. Das ist praktisch das Gehirn des Steinmonsters vorher. Der Steinriesen. So, klettern wir die Leiter hoch. Oh, hey, little princess. Why didn't you say it was you in the first place? I remember now. You can go through. Sorry for the mix-up. So, dann gehen wir vor zur Veranda. Links beim Brunnen haben wir Schachfigur Nummer 4. Rechts können wir den Ritter einfügen. Ziehe mit dem Ritter über alle Kacheln. Der Ritter bewegt sich genau wie der Springer im Schach. So, das heißt, wir können über alle drüber. So, und dann haben wir auch schon den letzten Zug. Kriegen wir einen Haustorschlüssel und Schachfigur Nummer 5. So, dann sperren wir mal auf. So, dann können wir noch reingehen in die Wohnstube. Auf der rechten Seite haben wir ein Kissen, dann nehmen wir den Schlüssel hier mit. Mit dem Schlüssel können wir die Truhe öffnen.
Schiebe den Griff in die obere rechte Aussparung. Wenn du an einem Zahnrad vorbeiziehst, dreht es sich um 45 Grad. So, das heißt. Jetzt gehen wir runter. So, und jetzt können wir hoch und durchziehen. So, das können wir noch zurechtschnitzen. Dann gehen wir hierher. Da bekommen wir eine Kurbel und einen Krug. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss!